Kaufe einen Gegenstand von Charlie, Neuralux oder Ära 8. Das ist hier ein neuer Woche 2 Auftrag und ich würde sagen, ich zeige euch mal direkt die drei Orte hiervon. Das sind jetzt hier drei neue Charaktere in der neuen Season und wir landen direkt mal hier bei diesem Ort, wo es auf jeden Fall gleich die Neuralux geben wird. Da sieht man sie auch schon rumrennen und bei ihr kann man natürlich dann einen Gegenstand kaufen und ich glaube, der will mich hier auf jeden Fall schon mal killen, deswegen machen wir erstmal hier einen ganz anderen Weg. So, den haben wir uns geholt. Jetzt können wir zu ihr gehen und mit ihr reden und bei uns hier irgendeinen Gegenstand kaufen. Wir holen uns jetzt einfach mal die Minis. Und so einfach geht das Ganze und der Auftrag wäre schon fertig. Das ist hier der erste Ort, genau an dieser Stelle hier, in der Nähe von Naughty Nets. Und jetzt zeige ich nochmal ganz schnell die anderen Charaktere. Und wir gehen Richtung zum zweiten Ort, und zwar hinter Mega City gibt es hier hinten nämlich die Irre 8. Und zwar hier unten in diesem Kreis, wo es auch die Klingen gibt, da ist hier die Irre 8. Auch bei ihm natürlich irgendein Gegenstand hier zu kaufen. Einen Schlüssel kriegt man hier, okay. Und er ist dann ganz genau hinter Mega City an der Stelle. Und wie gesagt, hier gibt es auch direkt diese Klingen. Und dann gibt es ja noch den dritten Charakter, und zwar den Charlie, wo man das Ganze machen kann. Und der wäre halt hier bei dieser kleinen Burg. So, und ich fliege jetzt einfach mal hier hoch und dann können wir auch kurz zu ihm gehen und mit ihm reden. Da sieht man auch schon, bei ihm gibt es dann hier Biggie und diese Kampfschrotflinte. Okay, also hier auf jeden Fall, wie gesagt, auch der Charlie auf der Karte dann an der Stelle relativ mittig. Und das sind hier die ganzen Orte. Ich kann es auch nochmal einblenden. Hier sieht man nochmal die drei Orte. Ist an sich ganz einfach, man braucht nur einen Charakter davon ansprechen für die Aufgabe und das war's.